JFT, just fair and direct. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Webinar-Teilnehmer in die Runde. Der Raum fühlt sich langsam, aber sicher. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Kurz mal Feedback. Wie immer zu Beginn ist der JFD-Startbildschirm zu sehen und könnt ihr mich hören? Jawohl, Heidrun, du bist wieder da. Nachdem heute Morgen beim JFD-Radar sozusagen die Kryptos jetzt nicht dein bevorzugtes Asset waren, bist du jetzt sozusagen hier am Start. Rolf, jetzt kommt das Feedback rein, Heidrun, auch alles super, wunderbar. Ja, wir wollen keine Zeit verlieren, liebe Teilnehmer. Ihr dürft euch darauf freuen, heute hier zum Auftakt in den April, es ist ja nicht mehr ganz, aber zum Auftakt einer Webinar-Serie mit dem lieben Christian Stern. Hier ein, ja, langer Genosse, ein langer Zeitgenosse. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Ich freue mich sehr, dass er hier mit seiner Analysemethodik zu uns gekommen ist und jetzt hier fortwährend, wir haben da so einen monatlichen Rhythmus angedacht, ein Stück weit hier uns seine Technik darbietet, wie er an den Märkten vorgeht. Ich finde es hochinteressant. Wie gesagt, er mixt auch hier interessante Themengebiete, die ich selbst auch sehr schätze, nämlich Saisonalitäten, klassische Charttechnik, eben ein Mix aus dem Baukasten der technischen Analyse. Und jetzt will ich erstmal hören, ob der Chris überhaupt auch sein Mikrofon schon anhat. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den richtigen Teilnehmer erwische. Ich werde das Mikrofon mal aktivieren und dann können wir auch gleich in die Live-Action gehen. Christian, bist du da? Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hi Chris. Ich hoffe, ihr könnt mich hören soweit. Ausgezeichnet, Christian. Tonqualität 1A, das habe ich gar nicht anders erwartet. Du machst das ja auch nicht zum ersten Mal. Insofern wunderschön. Ich heiße dich auch willkommen hier zu unserem Auftakt. Ich mache noch einen kurzen Intro-Slide fertig und dann würde ich dir den Bildschirm rüberschmeißen, okay? Chris, du kannst, wenn du willst, auch eine Webcam dazuschalten, wenn du das irgendwie technisch hinkriegst. Ja, das haben wir auch zu unserem Frauentags-Event durchaus gemacht. Also ich kann das definitiv aktivieren. Jetzt muss ich noch mal sehen, dass das sich nicht kollidiert mit dem entsprechenden Bildschirmen. Weil wenn du nämlich wieder auf eine Bildschirmübertragung gehst, ist immer die Frage, welcher Bildschirm wird dann ausgewählt, meiner oder deiner. Aber ich kann dir natürlich gern die Kamera übergeben. Ich würde aber sagen, vielleicht machen wir es so. Hier kurzer Risikohinweis, denn heute geht es ja hier auch um, ja, technische Analyse, Live-Trading, Cluster-Analyse und es kann Live-Trading in Anführungszeichen, Trading-Ideen vielmehr und da dürft ihr natürlich immer auch mit großen Augen zuschauen, wer das ein oder andere Setup mag, darf es auch nachhandeln. Es ist aber nie eine Handelsempfehlung, klarerweise. Jeder handelt auf eigenes Risiko, ihr wisst das, ihr müsst selber Money und Risk Management ansetzen und was wir hier darstellen und der Christian ist seine eigene subjektive Meinung. Das ist ganz wichtig vorab und dann, lieber Christian, können wir mal Folgendes machen. Ich würde dir die Moderatorenrechte geben und frage dazu, willst du die Fragen auch lesen oder magst du das eher, wenn ich da so einen Blick drauf halte und wir dann so ein bisschen in die Interaktion gehen? Du, ich kann das versuchen, aber wenn du liest ja trotzdem mit. Also falls ich was übersehe, dann grätsch mal ruhig rein dann. Okay. Gerne, wenn es gerade zum Chart passt oder zum Thema passt, auch gleich dann sofort unterbrechen, das ist kein Problem. Dann würde ich vorschlagen, gebe ich dir erstmal den Monitor rüber, dann kannst du mal schauen, ob wir das mit deiner Kamera hinkriegen. Ich meine, ich habe eh immer meine Kamera hier auch über den Desk, aber jetzt gerade, wenn ich dir den Bildschirm gebe, dürfte meine Kamera dann offline gehen. Deswegen würde ich dir erstmal den Bildschirm rübergeben und dann können wir den Rest sozusagen koordinieren. So, jetzt dürfte Christian gleich mal in die Bildschirmauswahl übergehen. Und dann sehen wir auch schon einen MetaTrader-Short, jawohl. Und auch hier British Pfund US-Dollar. Buy-Level gerade hier am Start. Also das ist bestimmt der Bildschirm, den du uns auch zeigen willst, Chris, oder? Genau, das hört sich gut an. Ihr könnt mich jetzt, glaube ich, auch sehen. Exakt. Ich denke mal. Jawohl, ich sehe dich. Vielleicht nochmal das Feedback in die Runde. Herzlich willkommen von mir hier aus meinem Homeoffice. Freue mich, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt und hier natürlich vielleicht auch was Neues lernen wollt oder könnt. Nichtsdestotrotz rufe ich jetzt alle schon mal daheim dazu auf, mitzumachen. Das heißt, ihr könnt mir jederzeit Fragen reinwerfen. Ihr könnt auch euch Basiswerte wünschen. Das heißt, wenn ihr sagt, euch interessiert gerade insbesondere der und der Basiswert, das und das Forex Pair, der DAX, was weiß ich, dann könnt ihr das natürlich gerne in den Raum werfen und wir können das gemeinsam so ein bisschen diskutieren. Denn mein Plan wäre heute eigentlich nicht,
unbedingt euch jetzt da 20 Seiten PowerPoint vorzulesen, sondern dass wir hier einfach so viele Charts wie möglich durchackern und eben in der Praxis arbeiten, weil das unterscheidet uns einfach von diesen ja, Redakteuren oder ja, Leuten, die halt viel schreiben müssen, aber eben selber vielleicht gar nicht unbedingt traden wollen oder können. Das heißt, wir müssen aus der Praxis heraus, immer aus dem Chart heraus möglichst viel lernen und das geht jetzt nicht, wenn ich euch jetzt 20 Mal zeige, wie ging es in der Vergangenheit super geil und welche Trades sind mega gut gelaufen, das lest ihr auf Facebook und sonst wo bei den ganzen Tradern. Nee, wir müssen hier im Grunde genommen ja aus der Praxis arbeiten. Ich zeige euch gleich mal einen Trade, der läuft. Ich werde gleich zusammen mit euch einen Trade eröffnen. Dazu hat der Chris ja das mit dem Risiko schon mal angemerkt. Ja, das müsst ihr selber tragen, das ist ganz klar, egal wie gut das aussieht bei mir auf dem Chartbild oder bei euch, das kann natürlich trotzdem nach hinten losgehen und dementsprechend rate ich da erstmal zur Vorsicht, schaue ich das Ganze erstmal an, den Ansatz und versuche dann einfach vielleicht was für euch mitzunehmen. Das muss jetzt nicht der heilige Gral sein, das muss jetzt nicht perfekt laufen bei euch. Ihr habt alle ein eigenes Leben, alle einen eigenen Zeithorizont, was ihr auch ins Trading investieren könnt an Geld und Zeit. Und dementsprechend ja, versuche ich euch einfach so ein bisschen eine Palette heute mitzugeben, einen Kasten mitzugeben, der für mich persönlich sich als gut erachtet hat. Und vielleicht kann der ein oder andere eben eine Nuance davon auch in das persönliche eigene Trading aufnehmen. Ich werde dann auch ja, die Webcam wieder abschalten. Ich finde es nur ganz cool, wenn man sich mal kurz sieht, wenn man den Menschen sieht, der da erzählt. Und ja, ich sitze hier quasi direkt am Chiemsee in Bayern, am Bayerischen Meer und bin auch im Moment, ja klar, hier im Homeoffice beim Traden. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, macht mit. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne ein. Vielleicht, wenn du Zeit hast, Chris, ich weiß nicht, ob du nebenbei traden, arbeiten musst oder ähnliches, können wir auch so ein bisschen in die Diskussion gehen und vielleicht gemeinsam die Basiswerte so ein bisschen mit den Teilnehmern hier diskutieren, analysieren und vielleicht auch in eine gemeinsame Prognose überführen, das Ding gemeinsam handeln. Und wenn du sagst, wir machen das regelmäßig, das Webinar, kann man natürlich dann auch in der nächsten Session sich vielleicht einfach nochmal das anschauen, was wir heute gemacht haben und was wäre denn überhaupt oder was ist denn dann überhaupt dabei rausgekommen, egal ob es jetzt gut oder schlecht lief, dass wir einfach sozusagen, auch wenn wir einen Fehler machen, vielleicht was daraus lernen. Chris, jetzt weiß ich nicht, ob du Lust hast, da so ein bisschen in Diskussion damit einzusteigen, dann würde ich dich ein bisschen einbinden oder ist das zeitlich schlecht bei dir? Na, also wie gesagt, finde ich klasse, Christian, die Interaktion davon lebt ja sozusagen auch genau der sozusagen mal der Spirit von Webinaren und klarerweise haben wir auch Education-Webinare. Ich muss mal gucken, ob ich meine Cam jetzt mal hier aktiviert kriege, weil spannend wird sein, ob die dann auf der Aufzeichnung auch drauf sind. Kleinen Augenblick mal, ich will mal kurz gucken, meine Webcam übertragen, ob die jetzt anleitet, weil dann werde ich doch auch mal hier was in den Ether schicken. Jawohl, jetzt müsste ich zu sehen sein. Siehst du mich, Chris? Jo, du siehst gut aus. Jawohl, wir werden uns ja ohnehin die Tage sehen. Auch ich hier in den bayerischen Filmen, ich schwenke mal kurz meine Kamera. Hier schön die Bergspitzen am Start. Jawohl, hier sind wir im Süden der Republik. Gar nicht so weit vom lieben Chris Stern entfernt. Ich hier am Start und das mit dem Webinar finde ich eine klasse Sache. Natürlich werden wir die dann ausblenden, aber für den Speech, für das Welcome auf jeden Fall eine gute Sache. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier das auch in der Aufzeichnung haben, weil ich weiß aus der Vergangenheit, dass das nämlich genau nicht der Fall ist, wenn wir gleichzeitig einen Bildschirm übertragen haben, den wir ja jetzt auch sehen. Und insofern muss man einfach mal sehen, was am Ende da die Zeit schlägt. Nichtsdestotrotz. Da kann ich dir gleich helfen, Chris. Wir verarschen die Software. Ich ziehe jetzt einfach unsere Bilder auf meinen Bildschirm, unsere Webcams, und dann ist das gezwungenermaßen auch auf der Aufzeichnung. Dann haben wir das wenigstens mal kurz drauf. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir das auf jeden Fall mal so machen. Und dann können wir auch in die Action übergehen. Und ich sage mal, klar bin ich mit dir und den Webinaren am Start. Ich diskutiere auch gerne mit dir in der, ja, im Austausch, im konstruktiven Diskurs den einen oder anderen Basiswert. Wobei ich glaube, wir sind uns da gar nicht so verschieden, weil wir gern mit Saisonalitäten, wie gesagt, spielen, uns da auch natürlich klassischer technischer Analyse bedienen und auch der Aufruf, dass die Leute gern mal reinscheren, was sie denn für Wünsche haben, macht am Ende des Tages absolut Sinn. Also insofern da nochmal der Aufruf von mir und die Serie werden wir gern fortsetzen. Ich freue mich, dass du die Zeit findest, Chris. Wir haben da eh noch mehr vor zusammen. Das heißt, wir werden ja hier auf jeden Fall Anknüpfungspunkte noch und nöcher finden. Und insofern, genau, der Aufruf ist da, kein rotes Punktsignal zu sehen. Wahrscheinlich daher keine Aufzeichnung. Doch, lieber Andreas, du machst dir zu viel Gedanken über unseren Background. Wir haben sehr wohl eine Aufzeichnung laufen. Ansonsten, wie gesagt, jetzt Chris Stern, ich kann das mal
Jetzt dann dahingehend erstmal abschließen, dass wir jetzt in die Live-Action übergehen. Fragen habe ich bei mir behalten. Ich habe schon ein paar Underlines im Chat stehen, die wir gerne mal diskutieren können, beziehungsweise neben dem British Pfund dann auf die anderen Werte eingehen. Und wie gesagt, ich bin für dich da. Wir können in die Interaktion gehen. Ich habe jetzt nebenbei keine Tasks geplant, obgleich es Webinare gibt, wo ich das gern tue. Aber in dem Fall schenken wir uns das. Und insofern können wir dann gleich loslegen. Du hast die Bildschirme schon bei dir reingezogen oder nicht? Oder hast du es noch vor? Ich sehe es nämlich gar nicht, Chris. Das müsste funktionieren. Also das müsste jetzt in der Aufzeichnung auch zu sehen sein, weil ich jetzt Ich bin quasi gespannt. unsere Webcams auf meinem Bildschirm hier habe und das müsste dann dabei sein. Wenn nicht, ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Dann Halb so schlimm. Das. wir sind ja jetzt nicht hier beim Frauentag oder so, wo es schön gibt, sondern war eigentlich nur dafür gedacht, dass man uns Sehr einfach gut. mal ganz kurz sieht, wer hier überhaupt erzählt. Ich stelle mich ganz kurz vor, einfach für die Leute, die mich vielleicht noch gar nicht kennen. Wer schon länger tradet, der kennt mich wahrscheinlich. Ich habe auch zusammen mit dem Chris Kämmerer mal in München im Büro gesessen, in der Börse Go AG hier, der den Gottmund Trader betreibt. Und wir kennen uns also schon relativ lange. Ich betreibe unter anderem die Homepage tradingstars.de. Da könnt ihr gerne, wenn ihr sie nicht kennen solltet, mal vorbeischauen. Findet da auch den Link zu meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Ich mache da immer mal wieder ein paar interessante Videos, einfach was so Basiswerte, Trades angeht, die mich jetzt interessieren, die ich gerade handle. Im Moment gerade Gold, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen, weil ich da gleich mit euch zusammen einen echten Trade platzieren möchte. Und ansonsten sind auch alle Themen, die ich heute anspreche, weil aus Zeitgründen kann ich euch jetzt nicht erklären, was beispielsweise das Marktprofil genau ist oder was jetzt Fibonacci ist, falls es tatsächlich jemand noch nicht weiß, könnte ich dann hier natürlich einfach die Basics nochmal ziehen und dann das Ganze erstmal in Ruhe auch nochmal abarbeiten. Ansonsten könnt ihr euch hier für den kostenlosen Newsletter anmelden, findet auch den Link hier zu Facebook, Instagram und so weiter. Das betreiben wir jetzt auch seit neuestem mal für den kleinen privaten Einblick, wen das interessiert. Ansonsten, ja, kennt ihr mich sicherlich vielleicht auch von der World of Trading, von den IB Days und so weiter und so fort. Also bin schon lange im Geschäft und ich mache das Ganze jetzt dieses Jahr im 20. Jahr. Das heißt, das sind 2 Dekaden Trading. Ich habe vor 20 Jahren quasi angefangen, die ersten Aktien, also richtige klassische Aktien damals noch zu handeln. Und ja, habe in der ganzen Zeit sehr viel erlebt, mir sehr viele Strömungen angeschaut, natürlich viele Bücher gelesen, viele Webinare gesehen, viele Referenten persönlich auch kennengelernt. Und ja, das, was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, ist einfach, was habe ich jetzt aus diesen 20 Jahren Trading überhaupt gelernt? Welche Sachen habe ich mitgenommen? Welche Sachen habe ich insbesondere auch behalten können? Und welche Sachen bereichern quasi auch heute noch ja, die Entscheidungsfindung hin zu einem aktiven Trade und wie wird dieser dann auch gemanagt? Das sind also die Sachen, die mir über den Weg gelaufen sind. Viele davon musste man natürlich wieder über Bord werfen, weil sie schlichtweg einfach nicht funktionieren und oder für mich persönlich nicht funktioniert haben, sagen wir es so. Und dann einfach habe ich auch festgestellt über die Jahre, dass es tatsächlich jetzt keinen heiligen Gral gibt. Also es gibt kein Trading-Buch oder Trading-Video oder ähnliches, was ihr euch anschauen könnt, das euch wahrscheinlich zu einem Erfolg verhilft. Wahrscheinlich müsst ihr selber verschiedene Sachen kombinieren. Und das ist einfach das, was mir über die Jahre erst den Erfolg gebracht hat und hier die Möglichkeit auch gegeben hat, ja, links, rechts das mitzunehmen, was ich brauche, die guten Sachen rauszunehmen aus den verschiedenen Strömungen der fundamentalen, der technischen Analyse und dann eben mein persönliches Regelwerk daraus zu bauen. Und das zeige ich euch ganz einfach jetzt. Ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, das nennt sich Technische Clusteranalyse. Und wer sich jetzt fragt, was dieses Cluster überhaupt bedeutet, warum das so kompliziert klingen muss, Cluster bedeutet im Deutschen einfach nur, ja, man kann es übersetzen als Klumpen. Also wir suchen uns immer im Chartbild Klumpen, in denen nicht nur der Fibonacci-Anhänger, nicht nur der Markttechniker, nicht nur der Charttechniker, nicht nur der Fundamentalanalyst einsteigt, sondern Bereiche in einem Chartbild, wo mehrere dieser Gruppen zusammenkommen und dann natürlich auch quasi den Kurs zu einer Bewegung zwingen müssen. Denn nur dann, wenn auch viele Leute, am besten noch mit relativ viel Geld im Rücken, zu derselben Entscheidung kommen, kann ich auch dann hier die Bewegung
partizipieren und damit auch persönlich Geld verdienen. Und ich habe einfach festgestellt über die Jahre, dass es eben nicht so einfach ist, dass man eben nicht einfach sagt, hey, ich interessiere mich für Trading, ich steige jetzt in das Thema ein, ich ziehe mir 10 Videos rein und lese 3 Bücher und dann geht's los. Das ist leider nicht der Fall. Es ist ein relativ komplexes, schwieriges auch Geschäft und man sieht das mittlerweile, müssen die Broker ja auch immer in jeder E-Mail und so weiter mit hinschreiben, wie viel Prozent der Trader überhaupt Verluste machen oder auch profitabel sind. Und man sieht leider an diesen Zahlen, dass die Masse der Trader eigentlich relativ schnell relativ viel Geld verliert. Und das ist einfach so, dass es schade ist. Erstens ist es natürlich dumm, Geld zu verlieren. Zum Zweiten ist es aber auch so, dass immer wieder Leute, die sich mit dem Thema Börse beschäftigen wollen, die sich für die Wirtschaft interessieren, für Geldflüsse, für Aktien und so weiter und so fort, an die Börse kommen und dann relativ schnell dieses Interesse wieder geschrottet wird, weil einfach dann vielleicht ja, das Geld zu schnell verbrannt ist, die Strategien zu schlecht sind und einfach dann hier natürlich das Interesse dann auch weg ist. Wenn ich einfach mein Geld verliere, dann macht das auch nicht so viel Spaß. Und deswegen, nach meinem Motto heraus, ist es schön, wenn sich Leute für die Börse interessieren. Und gerade jetzt auch in diesen Corona-Zeiten, in diesen Pandemie-Zeiten, kommen wieder ganz, ganz viele Leute dazu, Angelscheine zu machen oder den Jagdschein zu machen oder was weiß ich, an Individualsport zu betreiben. Und genauso ist es mit dem Trading. Wir haben jetzt gerade ganz viele Leute, die an die Börse strömen, die kein Geld ausgeben können, die keine Zinsen mehr bekommen. Das ist auch ganz, ganz schwierig. Und jetzt natürlich auf die Idee kommen, vielleicht ihr eigenes Kapital zu verwalten und natürlich auch zu vermehren. Und das Problem bei der ganzen Aktion ist dann einfach, dass es schade ist, wenn die Leute sagen, ich will das nicht zur Sparkasse bringen, ich will nicht für die Fonds mega Ausgabeaufschläge bezahlen oder Managementgebühren, sondern ich hätte gerne vielleicht so ein bisschen davon selbst verwaltet und ich komme im Bereich Trading an und sehe dann irgendwelche wilden YouTube-Videos mit irgendwelchen Typen, die da im Lamborghini die 50er aus dem Fenster werfen und irgendwo am Strand rumkurven und kaufen da vielleicht noch einen sauteuren Abo-Service oder was weiß ich, irgendwelche Handelsautomaten und verbrennen dann einfach ihre Kohle. Und das ist sehr, sehr schade, weil das sehr, sehr kurzlebig ist. Das hilft niemandem und außer dem Typen, der da vielleicht seine Sachen verhökern möchte. Und meine Mission ist jetzt im Grunde genommen, euch hier auf möglichst kostenfreie Art und Weise Möglichkeiten zu zeigen, die euch einen persönlichen Mehrwert schaffen. Der Chris hat es gerade schon angesprochen. Wir haben das Thema Saisonalitäten. Das heißt, wir können und statistische Rückendeckung holen. Wir können natürlich verschiedene Indikatoren nutzen. Wir können auch Handelsstrategien nutzen. Mein Motto ist aber, ich möchte euch jetzt hier nichts verkaufen. Ihr müsst kein Abo dalassen, ihr müsst keine Software kaufen oder ähnliches, sondern ihr könnt das alles, was ich euch heute zeige, mit kostenfreien Mitteln euch zunutze machen und ins persönliche Trading einbinden. Und dazu möchte ich, wie gesagt, halt auch aus Praxis herausarbeiten und dementsprechend natürlich hier zunächst mal auf ein paar Basiswerte schauen, die uns gemeinsam interessieren. Noch ein kleiner Topic am Rande. Der Chris war auch schon hier. Ich habe mir vor ein paar Jahren einen Gastronomiebetrieb zugelegt, zusammen mit anderen Tradern. Und wenn diese Pandemie irgendwann mal zu Ende sein sollte, lade ich euch herzlich ein, hier mal vorbeizuschauen, weil wir immer Trader im Haus haben. Wir sind auch hier Trader. Wir haben auch hier einen Krypto-Trader, einen ganz Bitcoin-verrückten Typen im Haus und haben auch einen großen Festsaal. Die Optionssymposium war letztes Jahr da vom Olaf Lieser in der Trader-Gruppe. Die haben hier ihr Seminar gemacht und dementsprechend ist es schön im auf YouTube und im Webinar sich zu treffen, aber es ist auch schön, sich mal persönlich mit einem Stammtisch hier untereinander mit echten Tradern zu unterhalten, weil doch meistens der Partner daheim sitzt und nicht unbedingt jetzt das fünfte Mal hören möchte, was der Euro-US-Dollar heute gemacht hat. Meistens, dass der Austausch fehlt untereinander und wenn wir irgendwann wieder öffnen dürfen, lade ich euch also herzlich in unsere Gastwirtschaft ein, hier direkt am Chiemsee. Und da trifft man meistens auch Trader und kann einfach mal ein gemütliches Bierchen trinken hier im Biergarten und sich vielleicht ein bisschen austauschen. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal wieder ein paar Seminare an den Start zu bringen, so denn eben unsere
Pandemie irgendwann doch mal unter Kontrolle gebracht werden kann. Ihr seht den MetaTrader 4, ihr seht ein JFT Live-Konto, also wir werden, wie gesagt, gleich einen Trade platzieren. Ihr seht aber auch hier das britische Pfund US-Dollar im Daily Chart, also in einem Tageschart mit einem aktiven Trade. Und der geht Gott sei Dank in die Long-Richtung. Ich werde dann übrigens auch noch einen Trade zeigen, der im Moment gegen mich läuft, um einfach mal zu zeigen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und auch meine Analysemethode hat Fehler, und dementsprechend muss man dann einfach natürlich sich eingestehen, nicht alles funktioniert, aber wir haben durchaus Mittel aus dem Risikomanagement, wie wir auch schlechte Trades natürlich in den Griff kriegen und auch von vornherein uns da gar keine Sorgen machen müssen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie ein, ansonsten fange ich jetzt einfach mal an mit einer... Chris, ganz kurz, lass mich kurz intervenieren, ganz kurz, vielleicht nochmal da der Zuspielpass vom Chiemsee wird, ganz tolle Destination. Da werden wir in jedem Falle, sobald als möglich natürlich uns die Regulatoren das erlauben, etwas starten, weil wir beide in Bayern ansässig sind. Und wir hatten vorhin auch so einen Post hier drin nach dem Motto, ich will auch nach Bayern. Ja, das gelobte Land. Wir wohnen wirklich da, wo viele Urlaub machen. Nichtsdestotrotz würde da natürlich auch die ein oder andere Unterbringungsmöglichkeit für ein Wochenende, die werden sich da mal auftun. Also da sind wir schon kreativ am Denken, was wir da mal für euch machen, wenn es sich alles wieder entspannt. Und insofern, Chris, kannst du gleich durchstarten. Ich will dir noch mal so nebenbei vielleicht zwei, drei Underlines zuwerfen. Gold hattest du schon erwähnt. Gold auch mein, ja, sag mal, liebstes Vehikel unter den Währungen, älteste Währung. Ich mag es auch physisch. Da hinten sehen wir ein paar Währungen an die Wand gepinnt, wo ich sage, da ist einfach der Zugang, ja, zur ältesten Währung, zum Devisenhandel eigentlich immer etwas, was mich schon eben auch viele Jahre bewegt. Und deswegen Gold auf jeden Fall an die Agenda heften, hast du ja auch schon gesagt, willst du dir vornehmen. Zudem haben wir natürlich auch wenig überraschend DAX und Dow Jones wieder hier im Fokus als Top Underlyings. Und was ich noch vom Rolf gerade reinbekommen habe, war hier der Swissie, US-Dollar, Schweizer Franken. Also das sind jetzt sozusagen mal vier Underlyings neben dem britischen Pfund US-Dollar, was du schon hast, wo ich meine, da haben wir jetzt die nächsten 10, 20, 30 Minuten locker ausgefüllt. Also 10 ist viel zu kurz. Also insofern bis 11 oder ab 11 haben wir gestartet, bis 12 wird es etwa gehen. Und ich denke, da werden wir jetzt hier sozusagen erstmal die Underlyings besprechen. Vielleicht hast du dann auch, wie du sagst, noch einen Trade, der eben gerade im Verlust rumschwimmt, auch am Start, auch das mal zu erklären. Ja, show the book, wo du einfach sagst, du zeigst auch ein bisschen, die andere Seite des Tradings. Auch ich hatte dieses Jahr schon Verlusttrades. Jeder hat das. Man muss hier eben nur mit dem richtigen Money und Risk Management eben agieren, um da sozusagen auch solche Phasen überstehen zu können. Das heißt eben nicht all in gehen. Das heißt auch nicht ein Drittel seines ganzen Kapitals auf einen Trade setzen. Auch wenn man kryptoaffin ist. Die Kryptos, wie wir gerade sehen, korrigieren ja aktuell sehr stark. Bei uns kannst du ja auch Kryptos mit CFDs handeln. Da hast du den Hebel 2. Ja, das bewegt sich also alles schon mal zweimal so stark. Und wenn da Bitcoin mal 15% fällt, sind das mal ganz schnell 30% minus. Und das muss man alles verdauen können. Insofern, liebe Leute, hier auch definitiv aus der Praxis für die Praxis, wo wir dann eben auch, ja, auch mal Verlierer zeigen, Schrägstrich, wie geht man da mit um, wie macht man das? Und insofern, Chris, bin ich sehr gespannt. Wir haben, wie gesagt, schon viele Berührungspunkte gehabt, aber so ein gemeinsames Webinar ist schon Jahre her. Um nicht zu sagen, unser letzter Live-Event in München, glaube ich, sogar schon 5 Jahre. Also insofern, the stage is yours, und wenn ich was habe, kretsche ich einfach ein Stück weit rein. Okay, pass auf, dann machen wir es jetzt so. Ich habe ja gesagt, wir machen das teilnehmerbezogen. Ihr dürft euch Wünsche äußern, und ich werfe jetzt quasi die Agenda mal ein bisschen über den Haufen und fange mit dem Goldpreis an, wenn ihr euch den wünscht. Weil auch ganz cool, ich habe hier am 6. April meine letzte Analyse dazu geschrieben zum Goldpreis, und ihr seht, dass wir quasi ganz gut unterwegs waren, dass wir also hier schon vorausahnen konnten, was jetzt passiert, und das auch jetzt die Basis werden wird für meinen Trade, den ich jetzt gleich gemeinsam mit euch platzieren werde. Ich werde euch aber ganz kurz jetzt zunächst nochmal erklären, wie ist im Grunde genommen mein Ansatz, wenn wir mal von null anfangen. Also klar, wir haben jetzt hier den Chartbild, das Chartbild, und wir wissen auch, wenn wir jetzt heute auf den Goldpreis schauen, dass der Chart ganz gut getroffen ist, dass wir also hier genau diesen Ausbruch jetzt Richtung 200-Tage-Linie gesehen haben, den wir haben wollten, und von daher diesen ersten Move hier schon vollzogen haben seit dem 6. April, und dementsprechend ich jetzt hier diesen Rücksetzer auf den alten Widerstand long traden möchte mit einer Buy-Stop-Order dann Richtung Effizienz aus dem Marktprofil. Aber schauen wir uns das vielleicht nochmal aus der Basis heraus an, aus dem Chartbild heraus. Und da beginne ich immer,
Und da meine ich auch immer mit einem langfristigen Watch. Ihr könnt es genauso machen hier im MetaTrader. Ihr müsst, wie gesagt, da keine Abos abschließen oder so ein Mist. Ihr könnt da einfach hier den MetaTrader ziehen, euch den Goldchart auf das Chartbild werfen und die Woche nehmen. Erster Blick, den ich immer mache, ist eigentlich eine Geldflussanalyse, beziehungsweise ich beginne mit einer Multi-Timeframe-Analyse. Ich schaue also einfach nur auf das Chartbild in der Woche, also ich schaue 2, 3 Jahre zurück, roll jetzt mit meinem Stuhl ein paar Meter weg vom Bildschirm und blinzel so ein bisschen die Augen zusammen. Und dann seht ihr eigentlich nur noch eine Linie von links unten nach rechts oben laufen. Und das sollte euch eigentlich jetzt schon eine Sache eröffnen, nämlich, dass ich keine Short-Position aufmache in einem Basiswert, der von links unten nach rechts oben läuft. Genauso für übrigens für die ganzen DAX-Short-Trader, die hier seit Wochen auf die Mütze kriegen, zurückrollen, Wochenchart aufmachen, blinzeln und dann ist die Short-Position schon verboten. Denn immer dann, wenn der Kurs von links unten nach rechts oben im Bildschirm läuft, dann kann ich hier maximal auf der Long-Seite agieren. Wir sehen also einen schönen Aufwärtstrend. Wir sehen aber auch, dass wir uns seit ein paar Monaten in der, beziehungsweise fast schon Jahren in der Korrektur befinden hier und dementsprechend eher aber Kapital reinfließt. Geldflussanalyse. Was macht der langfristige Investor? Was macht das langfristige Kapital? Das sucht natürlich Gold, das kauft Gold zu und wir wissen auch, dass Gold als ja so ein bisschen sicherer Hafen gilt in unsicheren Zeiten. Jetzt haben wir sehr viel Kapital, das nach Anlage sucht, sehr viel Geld, was gerade von den Zentralbanken in Umlauf gebracht wird und auch eine Politik, der das jetzt auf Deutsch gesagt erstmal scheißegal ist, wie das weitergeht, weil wir eben diese Pandemie haben und jegliches drüber nachdenken über die Geldpolitik im Moment ausgesetzt ist, weil wir einfach nur die Wirtschaft so ein bisschen am Laufen halten wollen. Das heißt, Kapital ist frei, Kapital sucht Anlage und dementsprechend gehe ich nicht short in einem Kurs, der hier von links oben nach rechts läuft, weil einfach Geld langfristig zumindest in den Goldpreis reinfließt. Jetzt habe ich die Wochenanalyse gemacht, jetzt kann ich quasi runterzoomen in den Tageschart und sehe hier, wenn ich jetzt wieder etwas zurückrolle vom Schreibtisch, blinzeln einen Kurs, der im Grunde genommen so ja von links nach rechts über den Bildschirm läuft. Das heißt, wir haben hier im Tageschart schon mal eine Seitwärtsphase und dementsprechend ist es so, dass der Long Trade noch nicht unbedingt verboten ist. Der Kurs läuft nicht in einem aggressiven Abwärtstrend, sondern wir haben hier im Grunde genommen EMAs, die sich hier so ein bisschen zusammenkommen, von links nach rechts laufen, nicht wirklich eine Steigung, eine Neigung haben und dementsprechend haben wir hier im Tageschart mehr oder weniger einen Seitwärtstrend. Das heißt, ich habe im Wochenchart ein grünes Kästchen, weil wir aufwärts laufen. Hier ist es übrigens noch gelb, weil wir noch zwischen den EMA 20, EMA 50 sind und noch nicht de facto nach meiner Filterlogik hier im Aufwärtstrend sind, sondern eben so ein bisschen noch in der Wartephase. Und im Tageschart haben wir eben hier diese Seitwärtsphase gelb markiert in meiner Software, weil wir einfach hier von links nach rechts laufen, die EMAs nicht wirklich eine Richtung vorgeben. Das heißt, ich kann long traden, muss aber auch wissen, dass es nicht das perfekte Bild ist, das ich haben möchte. Das perfekte Bild wäre Schlusskurs über der 200-Tage-Linie, über der 100-Tage-Linie und gleitende Durchschnitte, die uns einen Aufwärtstrend sagen. Also Short-Position weiterhin verboten, Long-Position ist erlaubt, aber mit Vorsicht zu genießen. Immer wenn ich sage, mit Vorsicht zu genießen, dann ist es nicht der perfekte Trade, dann halbieren wir einfach, wenn wir ihn aufmachen, hier die Size, die Positionsgröße. Das ist die Multi-Time-Frame-Analyse. Die mache ich jetzt so lange, ich gehe jetzt so lange tiefer in den Zeiteinheiten, ich kann jetzt im Stundenchart schauen, bis ich einen Trade platziere. Wir hören jetzt in dem Moment hier auf Basis des Tagescharts, weil ich auf Basis des Tagescharts hier meine Stop-Loss setze, meine Take-Profit setze und meine Logik des Trades entwickle. Schauen wir als nächstes auf die klassische Charttechnik. Nach der Multi-Time-Frame-Analyse, wenn ich in der Zeiteinheit angekommen bin, in die ich rein möchte, schaue ich mir jetzt einfach hier das aktuelle Chartbild an. Und da kann der Chris vielleicht kurz mal Stellung dazu nehmen. Du bist der technische Uranalyst hier. Was siehst du im Chartbild? Ja, danke, dass du den Ball rüberwirfst. Ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast. Ich hatte ja Gold sozusagen im Coverage da auf Insta Reel so ein Stück weit in den Fokus genommen. Man könnte theoretisch auch nochmal den Bildschirm wieder zurück übertragen an mich. Dann kann ich das direkt auch nochmal zeigen, wenn du magst. Ansonsten kannst du auch gerne an deinem Live-Chart da entlang hangeln. Denn in der Tat ist es immer die Sache, wo willst du eigentlich einsteigen, welches Timeframe handelst du? Insofern fand ich es sehr spannend von dir, dass du gesagt hast, hier geht's mal zurück, nehmt mal die Vogelperspektive ein, schaut es von oben nach unten, denn
Wie wir jetzt gerade sehen, der Goldpreis scheint hier so in dem Bereich 1775, 1785 abgewiesen zu sein. Da steht auch da bei dir der EMA 200 hier auf dem entsprechenden Chart, den wir gerade sehen. Und faktisch hast du da auch die Widerstandszone 1760, das FIBO-Level dort, diese Horizontalbarriere 1750 plus minus 10 Dollar. Und da sehe ich ihn kurzfristig hinlaufen. Und wie du auch schon sagtest, der ist jetzt erstmal emporgestiegen, ist jetzt in dieser. Da hast du diese grünen Kreise gezeichnet hier vom November-Dezember-Wechsel auf den Februar 21 hin. Da in diese Zone ist er genau wieder reingelaufen. Ich nenne das auch immer Price Action Points, wo genau jetzt die Liquidität ein Stück weit sich wieder umkehrt, sammelt, Gewinnmitnahmen erfolgen aufgrund der jüngsten Rallye. Und ich bin da völlig bei dir, bin überlegt, du sagst ja jetzt berechtigterweise, du suchst only den Long Trade. Kurzfristig finde ich natürlich Gold Short sehr interessant, weil man durchaus mit einem, wie darf man sagen, Pullback rechnen kann, der hier in den Bereich 1740 locker laufen kann. Also gute 25 Dollar Abschlag sind vom gegenwärtigen Niveau definitiv drin. Und wenn wir das Hoch von gestern als, sage ich mal, maßgebliches Risiko setzen, wir machen auch gerade beim Gold, wie ich sehe, neue Tagestiefs. Also wir sind ja wirklich sozusagen im freien Fall momentan, was dafür spricht, dass wir auch noch weiter runterlaufen könnten. Nicht im großen Bild, aber zumindest auf Sicht der nächsten Tage ergibt sich hier so ein CRV von rund 1:1. Also du hast aktuell ungefähr das Risiko auf der Seite wie auch die Chance, eben wenn der dann in den Bereich 1740, 45 eintaucht. Und dort denke ich, und da hast du ja auch die dieses Marktprofile so ein Stück weit, wo man dann einfach so eine Stauzone hat, wo wahrscheinlich die Marktteilnehmer auch wieder ja den Short Trade, den fallenden Preis wieder kaufen, ihre Trades glattstellen und dann eben den Impuls wahrscheinlich mitgeben, den du auch hier auf der großen Bildebene handeln willst, nämlich den Long. Wo würdest du denn den Long ungefähr suchen? Gehst du da mit mir konfirm so in den Bereich 1040, ist es 1740? Ja, also ganz genau ist es mir ehrlich gesagt fast egal. Ihr habt ja gesehen, ich habe in der Analyse vom 6. April auch gesagt, wir gehen hoch, wir gehen raus aus der Widerstandszone, wir gehen weg vom Haupteffizienzlevel, wir gehen hin zum EMA 200 und machen diesen Rücksetzer, den du eben gerade sagst, den man tatsächlich natürlich short handeln kann. Jetzt ist es für mich so, beziehungsweise ich gehe mal auch davon aus, dass die meisten Teilnehmer vielleicht nicht den ganzen Tag Langeweile haben und diese Strecke traden können, sondern dass viele vielleicht auch sagen, ich bin eher der Feierabend-Trader oder ich habe noch einen Beruf, dem ich nachgehen muss und handle eher die großen Strecken und das ist jetzt quasi hier eher der Ansatz. Du sagst, wir können die kurze Strecke handeln, da gehe ich vollkommen mit. Ich habe sie auch auf dem Schirm, genau wie du, aber mein Plan ist im Grunde genommen erst die Erholung zu handeln. Warum die Erholung? Weil meistens ist es so, wenn der Kurs einen Ausbruch vollzieht und ihr seht ja, dass der Ausbruch hier sehr, sehr stark war, beziehungsweise auch viel Kraft gekostet hat. Das heißt, der Bulle hat hier eine Seitwärtsphase ausgebildet. Ich sehe hier übrigens auch eine klassische doppelte Bodenformation aus der Charttechnik, die übrigens clustert, und da komme ich jetzt zum ersten Mal auf den Begriff Cluster zu sprechen, die clustert eine horizontale Unterstützung, ein doppelter Boden mit dem wichtigen 61,8er Fibonacci-Tracement aus der kompletten Aufwärtsbewegung. Das ist jetzt beispielsweise so ein Cluster, den ich immer wieder suche. Der reine doppelte Boden, die reine horizontale Unterstützungszone ist vielleicht nicht genug, aber die kombiniert sich eben hier sehr, sehr gut mit einem der wichtigsten Fibonacci-Tracements, die es überhaupt gibt. Das heißt, das ist beispielsweise schon mal etwas, was das Argument dieser Unterstützung noch einmal verstärken kann. Und sowas suchen wir. Also sowas suchen wir in jedem Chartbild immer. Ein Argument ist gut. Aber je mehr Argumente ich sammeln kann und in meiner Argumentationskette, je länger ich diese stricken kann, desto wahrscheinlicher ist eben auch, dass das, was ich argumentiere, eintrifft. Und die Annahmewahrscheinlichkeit ist immer ganz, ganz wichtig, dass das, was ich hier erzähle, das, was ich hier projiziere, das, was ich in den Chart reinmale, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert. Und da ist es eben so, dass eine Phase der Schiebephase, der Seitwärtsphase heraus meistens Ruhe mit sich bringt, der Ausbruch dann aber auch Bewegung mit sich bringt. Das heißt, es ist genau dasselbe wie ein Trend, eine Korrektur, ein Trend, eine Korrektur, haben wir meistens genauso Bewegung, Ruhe, Bewegung. Und es ist aber auch so, dass der Ausbruch über eine solche wichtige Horizontallinie, die Widerstandslinie 1760 hier, natürlich Kraft kostet. Dass natürlich die 200-Tage-Linie jetzt auf den Kurs drückt. Und dass natürlich der Bulle, der zwar gezeigt hat, du, ich sitze am längeren Hebel, der Kurs geht nach oben durch. Das ist aus meiner Sicht zumindest relativ klar, dass wir jetzt nach oben gehen. Wer hat uns gesagt, ich habe die Kraft,
Seitwärtsphasen zu beenden. Ich habe die Kraft, hier den Markt nach oben zu beeinflussen, aber ich habe jetzt auch Kraft gebraucht. Man muss sich ja eigentlich immer nur in den Käufer, in den Bullen hineinversetzen. Der hat jetzt hier sehr, sehr viel Anstrengung gebraucht und wird sich jetzt zunächst mal erholen müssen. Das, was also hier eingezeichnet war, war schon logisch. Und diesen Rücksetzer möchte ich jetzt einfach nutzen, damit ich prozyklisch in diesen Trade einsteigen kann. Das heißt, ich habe hier den Plan im Grunde genommen, mach's mal mit den Pfeilen, dann seht ihr es daheim schöner. Und zwar zeichne ich klassisch, wie wir es damals bei Gottmo Trader gelernt haben, das favorisierte Szenar zeichne ich mal blau ein. Wir sind also aus einem Abwärtstrend gekommen, haben einen doppelten Boden ausgebildet, haben diese Seitwärtsschiebezone am Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil ausgebildet und dann die Entscheidung herbeigeführt. Das heißt, wir sind jetzt hier in der Trendwende. Wir haben Kraft gebraucht bis zur 200-Tage-Linie. Wir müssen uns jetzt ein bisschen erholen von der ganzen Nummer, vielleicht bis zum Volumeneffizienzlevel zurück oder bis zum Horizontalbereich zurück. Das ist mir persönlich relativ egal, weil irgendwo hier werden wir uns jetzt einkaufen und dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Saisonalität, die dann auch wieder bullisch wird, zurückgehen in die Bereiche, wo sich der Kurs in der Vergangenheit lange intensiv und bei hohem Volumen aufgehalten hat, um dann hier sich dort wieder einzufinden. Und was auch ganz schön ist, und da komme ich jetzt eben nochmal zu den restlichen Bausteinen meiner Analyse. Wir sehen hier das Marktprofil. Das ist also einfach nur dieses klassische Volumen, was ihr unten auf der Zeitachse kennt, nach rechts geworfen auf die Preisachse. Wir haben hier den GC Future als Basis. Das heißt, wir bekommen hier sozusagen echte Future Volumina. Wo wir das im Forex nicht bekommen oder im MetaTrader, können wir das Tick Volume ziehen. Also je mehr Ticks ausgelöst werden, je mehr Kurse gestellt werden, desto höher wird dann eben dieses sogenannte Tick Volume. Und das clustert bzw. überlagert sehr schön mit dem echten Börsenvolumen. Auch wenn man jetzt die 6E Futures beispielsweise anschaut im Forex-Bereich, das, was wir im Tick Volume im MetaTrader hier darstellen, das funktioniert 1A auch mit dem echten Volumen. Das heißt, wir können mit dem Marktprofil auch da arbeiten, wo wir gar keine echten Volumina haben, beziehungsweise MetaTrader. Und das einfach hier sozusagen jetzt das Bild komplettiert. Also wir haben die Multi-Timeframe-Analyse, wir haben den Wochenchart, der sagt, geh lieber long als short. Wir haben die klassische Charttechnik mit dem doppelten Boden, mit einer horizontalen Unterstützung, mit einem horizontalen Widerstand, der gebrochen wurde, jetzt natürlich als Support wirkt. Wir haben die 200-Tage-Linie, die uns noch ein bisschen wegdrückt und dementsprechend sagt die klassische Charttechnik hier auch eher long mit diesem Kaufsignal als short und holen uns jetzt hier mit dem Marktprofil als nächstes noch die Indikation des Volumens dazu, weil an der Börse wird immer ein Preis gestellt. Aber der Preis ist nicht immer unbedingt aussagekräftig, weil das Volumen, was zu diesem Preis umgesetzt wird, doch viel wichtiger ist. Stellt euch beispielsweise eine klassische Aktie vor, nehmen wir die Allianz-Aktie im Xetra-Handel. Wir haben eine Eröffnungsauktion, wir haben eine Schlussauktion, wir haben eine Mittagsauktion. Die Eröffnungsauktion und die Schlussauktion haben die meisten Umsätze. Und das, was unter Tage passiert, ist meistens relativ wenig aussagekräftig. Das heißt, dort, wo viel umgesetzt wird, wo viele Händler in Einklang kommen, wo der Markt das tut, was er tun soll, dort haben wir valide Kursstellungen und das ganze Tralala dazwischen, was uns hier diese Dochte der Kerzen aussagen, das interessiert in der Regel niemanden. Und das Volumen des Marktprofils beziehungsweise die Indikation des Marktprofils, des Price-Volume-Profiles, das zeigt uns im Grunde genommen nur, wo fühlt sich der Kurs wohl, wo bleibt er länger, was zieht den Kurs an und wo fühlt sich der Kurs überhaupt gar nicht so wohl? Wo geht er auch schnell durch? Schaut euch den Kurs in der Vergangenheit an. Der ist hier durchgerauscht, hat sich hier aufgehalten, der hat sich hier aufgehalten, der ist hier kurz rein, schnell wieder raus. Da hat er gar kein Interesse gehabt zu verbleiben. Hier genauso, relativ zügig durch. Und was er in der Vergangenheit gemacht hat, wird er auch in der Zukunft machen mit vermehrter Wahrscheinlichkeit. Hier gab es keine Händler, die großes Interesse hatten, den Goldpreis zu handeln. Also wird auch der Preis, wenn er wieder in diese Zone eintaucht, in die sogenannte Ineffizienzzone, hier sehr, sehr zügig durchqueren. Weg vom Effizienz hin zur Effizienz. Das ist ganz, ganz wichtig für Trader, weil was wollen wir Trader? Wir wollen Bewegung. Wir wollen quasi, dass wir eine Order aufmachen, Position aufmachen und dass es dann auch zu einer Aktion kommt. Ansonsten brauchen wir nicht traden. Wir traden hier nicht die Seitwärtsphase. Gibt es natürlich auch Strategien, aber ich persönlich suche die Bewegung und das, die habe ich vermehrt immer dort, wo einfach eine Ineffizienz im Marktprofil ist. Ich zeige euch das mal drüben im MetaTrader noch schnell, dass ihr seht, wie es jetzt beispielsweise hier aussieht, wenn ich jetzt also den Goldpreis im
Tageschart aufmache und Chris, jo. Du bist so gut im Alpha, es gefällt mir. Ich will nur zwei Sachen kurz ergänzen. Zum einen, wer jetzt ein bisschen böhmische Dörfer versteht, gebt uns bitte ein Feedback. Der Chris und ich, wir holen euch auch gern ab in einem Einsteiger-Webinar. Übrigens, da muss ich mit Chris nochmal direkt in ein Gespräch gehen, weil er hat halt auch viele Skills, die man auch in der Tiefe nochmal beleuchten muss. Heute beim Workshop, wie gesagt, zeigt uns Christian, wie er vorgeht. Das ist ganz entscheidend. Er wird uns hier sozusagen an die Hand nehmen und wir werden das fortführen. Aber ich denke mir, den ein oder anderen Einsteiger Workshop, sage ich mal, auf Quartalsbasis können wir uns vielleicht noch erlauben. Chris, notiert ihr das mal. Ich habe nur zwei, also neben diesem Einwurf gerade, liebe Leute, fühlt euch nicht überrannt, fahrt einfach mit. Ich finde, Chris macht das ganz erstklassig, wirklich, und leitet schön ab. Ihr habt ja auch, wie gesagt, hier keine Abo-Falle oder irgendeinen Schmarrn, sondern ihr sollt euch hier weiterentwickeln. Und jetzt aber Punkt zwei, Chris, die Volumenanzeige, die du gerade in Trade Signal hast und jetzt hier zeigst im MetaTrader. Kamen schon 4, 5 Fragen rein. Woher, wie bekomme ich die? Ist das ein spezielles Add-on? Worum geht es da? Jetzt gerade beim MetaTrader, wo du gerade gezeigt hast, Chris, beziehungsweise jetzt ableiten vom Tageschart auf Trade Signal und jetzt eben dem gezeigten Chart im MetaTrader. Da habe ich doch einige Stimmen hier im Chat, die darauf abzielen, um zu fragen, wie bekomme ich das Ding in den MetaTrader? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier die Zeit so ein bisschen überziehen, deswegen ganz flott, wer es im Trade Signal machen möchte. Trade Signal hat auch eine kostenlose Version, da müsst ihr euch zwar anmelden, bekommt aber Wochen, Tagescharts und so weiter kostenlos. Das heißt, ihr könnt quasi das mal hier ausprobieren. Ihr findet da das Ganze im Bereich der Indikatoren unter dem Reiter Price Volume Profile. Das ist dann quasi der Indikator, den ihr rechts seht. MetaTrader ist so, dass der selbst gebastelt ist. Jetzt vom Peter Müllner habe ich mir den bauen lassen in Wien. Der ist quasi nach meinen Vorgaben gebaut und ich kann hier quasi beispielsweise auch mir anzeigen lassen, was vielleicht für die Leute interessant ist. Haupteffizienzlevel, die Value Area und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die die Leute nutzen, die quasi oft mit dem mit dem Marktprofil arbeiten. Aber für alle, die da jetzt Fragen dazu haben, zieht euch das ganz kurz, gibt bei meinem YouTube-Kanal das Video ein Trading mit dem Marktprofil, beziehungsweise wir haben es auch für den MetaTrader, schaut euch das in Ruhe an. Da könnt ihr dann wirklich mal so von der Pike auf euch reinziehen, warum ist das wichtig, warum sollte ich das nutzen und wie funktioniert das Ganze. Weil es doch recht komplex, aber ich sag's euch, wie es ist. Es ist ein unglaublich visueller Indikator. Das heißt, ihr könnt da gut einfach Wissen daraus ziehen, einfach nur, indem ihr das Ding beobachtet und euch anschaut. Ihr seht jetzt hier sofort, wo geht der Kurs zügig durch und wo klebt der regelrecht? Wo geht er auch dann hin, wenn er hingeht? Pass auf, ihr seht in der Vergangenheit, wenn ihr euch anschaut, immer wieder, dass dieses Marktprofil 1A funktioniert. Christian? Pass auf, Chris. Also wie gesagt, ich sehe das Interesse hier. Da lass uns doch was überlegen für Kunden, die jetzt nachgefragt haben, ob wir da, das ist eine Eigenkreation, ob wir da irgendwas machen können. Fühl dich nicht genötigt, dich da jetzt überrollt zu sehen. Aber das Template ist natürlich genau die Frage. Die Kunden sind heiß danach, ob wir da irgendwas machen können mit deinem Newsletter, mit deinem Trading-Shop beziehungsweise mit deiner Opportunity, die du auch noch weiter ausbauen wirst, / unsere Kooperation, die wir da vertiefen, ob wir da irgendwas machen können im Rahmen dieses Templates. Weil ich selber habe auch Algos programmieren lassen, Templates, das kostet Geld und viel Zeit und ist natürlich auch nichts, was man einfach mal so einfach verschenken kann, weil das eben wirklich auch viel, sag ich mal, geistiges Eigentum ist, was da mitschwägt. Aber das mal am Rande. Erstmal, wie gesagt, ihr könnt es auf Trade Signal kostenlos euch damit integrieren lassen. Wer es für den MetaTrader braucht, / vielleicht sogar dann auch für den Fünfer schon gleich, nicht nur für den Vierer, der kann sich sicherlich dann an uns wenden, beziehungsweise bleibt dieser Webinar-Serie treu. Da werden wir euch auf dem Laufenden halten, was wir uns da ausdenken für euch. Chris, wie gesagt, ich habe da schon eine Idee, müssen wir einfach mal reden drüber, was wir da machen können, aber ich stelle fest, dass hier der ein oder andere sehr großes Interesse an diesem Volume Profile, so nennen wir das jetzt mal, haben und freut mich in jedem Falle und Chris setzt das gut ein, er hat es, wie gesagt, hier auf den Videos auch schön anständig beschrieben, wo man das immer wieder auch dann nochmal Revue passieren lassen kann. Also würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Gefecht. Jetzt gehen wir wieder aber, würde ich sagen, in die Praxis. Eben, jetzt haben wir praktisch Gold schon relativ gut thematisiert. Wir haben ja noch 2, 3 Underlines auf der Agenda, aber ich sehe halt gerade viele Fragen wirklich danach nach, auch für den MetaTrader 5, aber da reden wir dann mal bilateral, Chris. Und wie gesagt, Jungs, und Mädels, wir haben auch viele Damen am Start, sehr gern das nächste Mal dabei sein und da werden wir vielleicht schon eine Indikation haben für euch, wie wir das abfahren. Ansonsten nochmal zu dem Indikator selber, wer die auch selber bauen darf und kann. Hier ist natürlich immer die
Geschichte, die schaut, wie der Liquiditätspool des Brokers aussieht. Ja, wir haben bei uns gerade, was Forex angeht, eben wirklich die Tier-1-Banken, eine große Liquidität. Und das ist natürlich der Punkt, wo man am Ende des Tages hier auch immer sehen muss, wie stark ist das Profil. Das ist jetzt zwar nicht auf das Volumen basiert, weil Chris hat hier die Price-Action-Zones. Da muss man auch aufpassen, wenn man jetzt vom Volume-Profile oder Orderbuchtiefe handelt, spricht, das sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Da unten sehen wir nämlich jetzt dann gerade das Volumen. Das darf man nicht verwechseln. Aber da will ich nur den Rand mitgeben, wie bei JFD, haben da eine breite Bank. Wer sich denn dafür interessiert, sollte auch mal wissen, mit welchen, sage ich mal, Liquiditäts- und Banken eben der Broker arbeitet. Und da sind wir wirklich die Bank schlechthin. Das mal am Ende dieses Intros. Jetzt, Chris, würde ich sagen, fahr weiter fort. Wegen dem cool, wirklich coolen Template oder auch diesem Trading Stars Screener, lass uns da nochmal gern in Kürze schon sprechen. Und jetzt lass uns einfach die Märkte weiter sozusagen abcovern, weil da sind die Leute natürlich heiß drauf. Ich habe jetzt mal im Hintergrund noch schnell die Indikation auf das Volumen, was hier unten quasi der Broker mitliefert, umgestellt. Und ihr seht jetzt quasi, dass ich im MetaTrader, wenn ich mir das jetzt anschaue, mach mal kurz das Ganze so ein bisschen nebeneinander, dass ihr das hier sehen könnt, im MetaTrader wirklich 1:1 dasselbe habe, wie ich im Future habe, den ich hier quasi als Comex GC-Kontrakt bei Trading ziehen kann im Volumen. Das heißt, ihr könnt euch quasi hier wirklich eine gute Volumenindikation bauen. Ihr könntet das jetzt hier unter dem Reiter Trading MetaTrader Software bei uns tatsächlich im Paket auch beziehen. Da ist dann aber auch das Scalping Profile dabei und so weiter und so fort, die verschiedenen Screener. Ich würde aber vielleicht, wenn der Chris Lust hat, vielleicht wirklich an eurer Stelle mal noch ein bisschen warten. Vielleicht hat der Chris ja irgendwie eine Möglichkeit, einen Deal zu machen, dass die JFD-Kunden vielleicht unser Paket in irgendeiner Weise so mitbekommen. Also steckt jetzt keine Raketenwissenschaft dahinter. Das ist einfach nur, weil ich das gerne nutze. Und ihr könnt das bis dahin, bis der Chris da vielleicht ein Update für euch hat, natürlich, wie gesagt, hier auch in der TradeSignal-Software nutzen. Ihr seht, das ist genau dasselbe. Ich würde euch nur empfehlen, da das per se nichts kostet und eine Mega-Indikation ist und die Mega-Logik einfach, dass ihr nicht nur den Preis euch immer anschaut und den Kurs, sondern auch das Volumen, das dahinter steht. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das viele Leute nicht machen. Und das Problem ist, wenn ihr jetzt das Marktprofil nutzt und die Masse der Leute nutzt es nicht, habt ihr daheim persönlich einen Gewinnvorteil und ihr habt dann die Chance, wiederum rauszukommen aus den 80-90%, die Geld in den Markt reinschießen und irgendwann das Geld auch einzusammeln. Und ein weiterer Indikator, das hat der Chris heute schon mal angesprochen, den ich jetzt final noch hinzuziehe, ist die Saisonalität. Und da haben wir auch eine Möglichkeit, die kostenlos zu ziehen. Ihr hattet ja hier bei JFD auch zuletzt ein Webinar mit dem Dimitri Speck. Und wenn ihr auf seine Seite schaut, seasonax.com, könnt ihr euch beispielsweise jetzt, wenn ihr Gold handelt, natürlich auch mal anschauen, wie hat sich jetzt Gold beispielsweise in den letzten 10 Jahren verhalten, beziehungsweise wie ist dieses 10-Jahres-Szenario gemittelt und was erwarten wir in der Saisonalität. Und auch hier sehen wir beispielsweise jetzt für die nächsten Tage noch so ein bisschen eine Seitwärtsphase. Dann kommt aber eine bullische Tendenz. Und das ist jetzt wieder ein Bausteinchen mehr zur Charttechnik, zum Marktprofil, zu allen anderen Indikationen, zu den Gleitendurchschnitt und so weiter, die uns eher die Long-Seite favorisieren lassen und die uns eher sagen, ich handle mit der Saisonalität, ich handle mit der Statistik aus 10 Jahren im Rücken, eher auf die Long-Seite, weil insbesondere Rohstoffe, aber auch Aktien sind ganz, ganz stark saisonal gebunden. Es gibt aber auch Jahre, beispielsweise im Moment jetzt dieses Jahr, wenn wir den DAX anschauen, der hat im März im Grunde genommen das, was als Sell in May and Go Away bekannt ist, das stimmt im Grunde genommen für den DAX gar nicht, das stimmt eigentlich nur für die Wall Street, der hat eigentlich im März so eine Schwächephase, der ist aber dieses Jahr natürlich massiv angestiegen. Warum? Weil dieses Jahr die Sache etwas anders läuft, weil einfach viel Geld gedruckt wird. Ich hatte es schon gesagt, wir diese Pandemie bekämpfen und ja, die Logik so ein bisschen flöten geht. Und dasselbe haben wir beispielsweise im britischen Pfund. Seitdem der Brexit gelaufen ist, sozusagen, hat sich einfach das verändert, was wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben. Und diese Saisonalität, auf kann man dann im britischen Pfund nicht unbedingt so viel geben wie in den letzten 10 Jahren. Das heißt, das ist ein gutes Instrument, sich eine statistische Rückendeckung zu ziehen und zu schauen, was macht denn der Goldpreis in der Regel im Mittel der letzten 10 Jahre für die kommenden Wochen? Und kann ich daraus vielleicht einen Trade ableiten? Und auch hier sagt mir das Ganze einfach, die Long-Position ist etwas zu bevorzugen als die Short-Position. Und dieses
Das ganze Sammelsurium. Wir haben jetzt hier auch nochmal die Saisonalität im Chart drin und ich zeichne mal einfach den heutigen Tag mit an und da sehen wir einfach, wir haben jetzt hier noch ein paar Tage, da haben wir diese Seitwärtsphase in der Saisonalität, aber danach geht es dann Wochen, Monate lang eigentlich tendenziell eher nach oben als nach unten. Und das ist das, was ich natürlich in den Ausblick mit einbeziehe. Das ist natürlich auch ein Faktor dafür, dass ich davon ausgehe, dass wir nochmal runterkommen, dass wir uns nochmal etwas in die Erholung ziehen und dann erst nach oben durchstarten. Aber alles in allem zusammen habe ich ein sinniges, schlüssiges, argumentativ hochwertiges Bild und dementsprechend eine hohe Annahmewahrscheinlichkeit für das, was ich jetzt hier im Chart sehe. Ich habe statistische Rückendeckung, ich habe einen Chart als Rückendeckung, ich habe das Marktprofil als Rückendeckung, ich habe die Seasonals als Rückendeckung. Und dementsprechend ist jetzt natürlich die Praxis des Traders die, die uns jetzt noch von den ganzen Redakteuren und was weiß ich abhebt. Wir müssen jetzt nämlich mit diesem Chartbild hier einen echten Trade vollziehen. Ich schaue in den Trader und schaue einfach mal, wie Funktionalität über 5 Jahre direkt im MetaTrader ähnlich, also nochmal ein bisschen Seitwärtsphase und dann eben kommt dieser Anstieg. Das heißt, hier möchte ich also jetzt mit fallenden Kursen in eine Long-Position mich einkaufen. Take-Profit wäre aus meiner Sicht heraus dann wieder im Volumen drin und das Stop-Loss natürlich als Geschenk des Marktes unter diesem doppelten Boden. Und dazu kann ich jetzt vielleicht einfach nochmal euch das zeigen, wie ich das jetzt in der Praxis handeln würde. Ich würde jetzt also im Grunde genommen 2% meines Depots riskieren wollen. Das ist also bei mir der Standard. Ich weiche also etwas ab. Ich handle etwas aggressiver als das Lehrbuch, das ja meistens 1% von der Konto-Equity vorschlägt. Ich handle Trades, die eine gute Argumentationskette haben, die eine hohe Annahmewahrscheinlichkeit haben, mit 2% Risiko und Trades, die sich vielleicht widersprechen, wo das Ganze nicht so logisch scheint, dann eben nur mit 1% Risiko. Und wenn ich das jetzt einfach mal hier einzeichne, dann kann ich also jetzt mit der grünen Linie den Take-Profit symbolisieren. Den lege ich jetzt beispielsweise einfach mal hier auf diese Value Area, auf das Marktprofil in diese Seitwärtszone hinein. Davon gehe ich aus, dass der Kurs hier hochkommen kann. Die rote Linie symbolisiert den Stop-Loss unter dem Doppelboden und die gelbe Linie direkt auf dem Point of Control aus dem Marktprofil symbolisiert meinen Einstieg. Und jetzt rechnet mir quasi dieses kleine Skript hier aus, wenn ich mit 2% Equity-Risiko, das sind ungefähr 10.000 Euro auf dem Konto, traden möchte, kann ich 0,04 Lot long gehen. Ich verdiene um die 600 Euro damit. Ich riskiere um die 170. Und ja, dementsprechend habe ich natürlich hier mega Chance-Risiko-Verhältnis von über 3. Das heißt, für jeden Euro, den ich in den Markt werfe, den ich riskiere von der Strecke gelb zu rot, bekomme ich mehr als 3 Euro wieder, wenn denn dieser Trade aufgeht. Jetzt ist es so, je weiter die Trades weg sind vom Einstieg. Je höher das Chance-Risiko-Verhältnis ist, desto schlechter wird die Trefferquote werden. Das heißt, die Lehrbuchmeinung, die ihr oftmals lesen werdet, ja, Chance-Risiko-Verhältnis soll größer 3 sein, das ist aus meiner Sicht heraus Schwachsinn, weil ihr dadurch automatisch eine sehr, sehr schlechte Trefferquote bekommen werdet. Ihr braucht nur eine Trefferquote von 50%. Ihr könnt also auch würfeln und braucht ein Chance-Risiko-Verhältnis größer 1. Und ihr werdet Geld verdienen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese CRVs, die werden auf Dauer nicht funktionieren. In dem Trade ist es jetzt okay, weil es ist logisch. Ich habe hier einen strategischen Stop-Loss, ich habe einen strategischen Einstieg und ich habe auch einen Take-Profit, den ich natürlich vorher auch schon werfen kann. Ich kann natürlich den Stop-Loss nachziehen. Ich kann auf den Chart schauen und sagen, okay, der kommt vielleicht, schafft das gar nicht mit der Hoch. Vielleicht schafft er, alles egal. Ich kann den Trade dann aktiv managen. Aber das initiale Risiko ist ganz, ganz wichtig. Strecke von Gelb zu Rot darf meine Kontogröße nicht strapazieren, weil dann ist es auf Deutsch gesagt auch vollkommen egal, ob ihr gewinnt oder verliert, weil ihr werdet dann mit einem 10.000-Euro-Konto beispielsweise jetzt hier in dem Account nur 170 Euro verlieren und habt trotzdem eine große Strecke abgesichert. Und das ist Trading und das ist Risikomanagement und das muss auch dann niemand fürchten. Niemand muss dann nachts, wenn er aufs Klo geht, den MT4 checken auf dem Handy und gucken, wie die Position steht. Das ist vollkommen egal. Ihr handelt 1 bis 2% vom Konto und dann werdet ihr auch hier psychologisch gesehen den Trade ins Ziel bringen, weil ihr eben nicht davon Haus und Hof abhängig macht. So viel jetzt zum Goldpreis. Also ich gehe rein mit einem Buy Stop in die Korrektur, aber eben prozyklisch in meinen Chart hinein. Take Profit
wird hier in der Schiebezone liegen, da wo ich im Grunde genommen also hier wieder Wahrscheinlichkeiten sehe, dass der Kurs sich wieder aufhalten wird. Da würde er auch reingehen. Stop-Loss ist, denke ich, ganz logisch. Weil wenn der Kurs unter den doppelten Boden fällt, unter das 61,8er, unter das Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil, dann wird er wahrscheinlich auch nochmal deutliche Nachahmer für die Short-Positionen finden und der Kurs wird wahrscheinlich deutlich weiter runtergehen. Jetzt ist es kurz vor 12. Wir haben den Goldpreis aus meiner Sicht durch. Wenn keine Fragen mehr sein sollten, gehe ich nochmal kurz rüber auf Pfund US-Dollar. Wie gesagt, wir können weitere Webinare machen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach trotzdem in den Chat ein und wir werden das gerne dann in den nächsten Webinaren aufgreifen oder vielleicht schaffen wir es heute noch. British Pfund US-Dollar. Ich habe eine Long-Position laufen, die hat sich auch gestern recht schön entwickelt. Warum habe ich die Long-Position aufgemacht? Dazu auch wieder natürlich nach meiner Logik heraus der erste Blick in den Wochenchart. Wir sehen hier die gleitenden Durchschnitte aufgefächert. Wir sind über dem EMA 200. Die gleitenden Durchschnitte sind allesamt ansteigend und das führt hier in meiner Filtermatrix zu einem grünen Kästchen. Seit 24 Kerzen laufen wir im Wochenchart im Aufwärtstrend. Das heißt, Long-Position erlaubt, Short-Position verboten. Mit diesem Wissen gehe ich tiefer in den Tageschart, aus dem heraus ich die Position eröffnet habe. Worauf schaue ich jetzt als Nächstes. Ich schaue wieder auf die klassische Charttechnik. Hier ist es ähnlich. Ich habe auch hier einen doppelten Boden. Und was wir noch sehen, wir können mal kurz hier rüber in den Trade-Signal-Chart gehen und uns das hier nochmal anschauen für diejenigen, die das nutzen. Woche-Chart, Widerstand ist ganz klar. Das ist dann mein Take-Profit. Ansonsten so eine schöne inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wir sind über den Widerstand bei 1,3350 ausgebrochen. Der würde jetzt zur Unterstützung. Aufwärtstrend ist ganz klar intakt. Und wenn wir uns jetzt etwas tiefer ranzoomen an den Tageschart, dann sehen wir auch, dass wir hier aus dieser Korrekturformation, aus diesem Dreieck, diesem Wimpel schon ausgebrochen sind und dementsprechend hier vom Doppelboden aus dem Marktprofil heraus hier nach oben Trend fortsetzend arbeiten können. Und ich möchte ganz kurz jetzt noch sagen, warum ich eigentlich diese klassische Charttechnik, Markttechnik und Trendfolge für schwierig halte, wenn man nur das handelt. Weil warum? Warum kommt jemand zum Trading? Der interessiert sich vielleicht für Börse oder ähnliches, schaut sich irgendwo ein Video an, bestellt sich die ersten Bücher und arbeitet gewissenhaft an einer Strategie, eignet sich diese an und handelt die dann. Jetzt wissen wir aber auch, dass die Masse der Trader Geld verliert. Und die meisten Leute handeln einfach immer dasselbe. Die lesen dieselben Bücher, die schauen sich dieselben Videos an und die handeln im Grunde genommen alle diese Trendfolgestrategie. Jeder, den ihr fragt und die Masse, wenn ihr fragt, welche Strategie handelst du? Ja, ich handle nur Trends, ich handle Trendfolgen. Ja, ist erstmal schön und gut, aber wo führt das Ganze hin? Dazu, dass relativ viele Leute Geld verlieren. Ich habe hier ein ganz einfaches Paint mal dargestellt. Schwarz, ganz einfacher, schöner Aufwärtstrend. Und eine charttechnische Analyse ergibt einfach Aufwärtstrendlinie, sogar vielleicht einen Trendkanal. Widerstand zunächst mal genommen, wird zur Unterstützung. Der Charttechniker geht hier in eine Long-Position und handelt einfach einen Aufwärtstrend in der Trendfolge. Was macht der Markttechniker? Es gibt ja in Deutschland eine relativ große Markttechnikgemeinde, einfach weil der Micha Vogt natürlich sehr bekannt ist und viele Veranstaltungen macht und Webinare macht. Und der hat auch eine sogenannte markttechnische Trendzählung eingeführt, beziehungsweise hat die einfach populär gemacht und beschreibt dann diesen Trend nämlich mit der Punktzählung 1, 2, 3 und sagt dann auch, okay, wir handeln einfach den Trend, indem wir uns in der Korrektur hier beispielsweise an einem Fibonacci-Trend einkaufen. So, das gibt jetzt vielen Leuten schon den Mut, hier Geld in den Markt zu werfen und so zu handeln. Die meisten Leute verlieren aber ihr Geld, weil ganz so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Stop-Loss wird dann gesetzt unter dem letzten Verlaufstief und meistens, weil der Markt effizient ist und weil der Markt von Profis betrieben wird, wird der Stop-Loss abgefischt von den Trendfolgern. Warum? Ganz, ganz logisch. Viele Leute kaufen sich ein, gehen hier long, setzen den Stop-Loss hin. Das heißt, hier liegen jede Menge Orders rum und der Markt ist einfach dafür da, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, zum Ausgleich zu bringen und diese Orders einfach abzuarbeiten. Das ist nicht unbedingt der böse Market Maker oder die böse Deutsche Bank, sondern es ist einfach die Logik des Marktes heraus, euren Stop-Loss hier abzuziehen. So, wer jetzt weiter liest, wer jetzt weiter googelt, der kommt dann irgendwann vielleicht zu einem Bereich der Elliott-Wellen-Theorie. Und die Elliott-Wellen-Theorie, die sagt jetzt eines, nämlich, die zählt jetzt ein bisschen anders. Die zählt jetzt erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, vierte Welle, fünfte Welle. Und die Elliott-Wellen-Theorie sagt, was passiert nach der fünften Welle? Es
folgt eine sogenannte ABC-Korrektur. Das heißt, wir haben 5 Wellen nach oben, wir haben 3 Wellen nach unten. In dem Moment, wo also hier der Stop-Loss des Charttechnikers, des Markttechnikers gerissen wird, steigt der Elliott-Wellentheoretiker erst in den Markt überhaupt ein. Das heißt, die gehen raus, die machen Volumen hier, die geben auch dem Elliott-Wave-Trader vielleicht hier überhaupt erst die Stücke, um den Trade reinzuhandeln. Und dann geht der Kurs hier wieder nach oben. Der Charttechniker sagt jetzt, okay, wir haben hier einen Trendwechsel. Warum? Weil wir vielleicht eine Schulterkopf-Schulter-Formation sehen, linke Schulterkopf, rechte Schulter. Das heißt, wir handeln jetzt einen Abwärtstrend. Der Markttechniker sagt auch, okay, der Trend ist gebrochen, ich handle nach unten. Und der Elliott-Wellentrader, der sagt uns jetzt in diesem Falle, okay, nach 5 Wellen aufwärts folgen 3 Wellen abwärts und 5 Wellen aufwärts. Das ist dann das Fazit, das ihr dann im Kopf habt. Ihr habt 15 Bücher gelesen, ihr habt 500 Webinare angeguckt und was weiß ich und habt dann dieses Wirrwarr im Hirn. Und das ist einfach das, was ich so ein bisschen mit meinem einfachen Ansatz, mit dieser Kombination all dieser Methoden versuche rauszufiltern. Nehmt nur diese Kurse, diese Basiswerte wahr, in die alle Theorien einig sind, in denen das Marktprofil mit den gleitenden Durchschnitten, mit den Saisonalitäten einhergeht, mit der Charttechnik einhergeht. Und alle diese Gruppen, die auf den Chart schauen und die tatsächlich auch die Power haben, hier die Kurse etwas zu bewegen, entgegen natürlich der Fundamentalwelt, die immer wichtiger ist als die technische Analyse. Das ist ganz klar. Also jede fundamentale Nachricht, jede Zinsentscheidung wird immer den Charttechniker in die zweite Reihe drängen. Aber alles das zusammen kann in einem Chartbild in die richtige Richtung zeigen und nur dann traden wir. Und deswegen, und ihr müsst auch hier diesen Screener nicht im MT4 haben, ihr könnt euch das auch im Excel machen, Woche, Tag, Stunde, wenn ihr in der Stunde reingeht, wenn ihr im 5-Minuten-Chart reingeht, macht euch noch ein Kästchen dazu. Ich schaue mir meistens sogar noch die Swaps an, also die Zinsen, was aber in den letzten Jahren so ein bisschen uninteressant geworden ist, weil die einfach jetzt natürlich gegen Null laufen. Und ich schaue mal hier im F1, F2 einfach noch die Saisonalitäten an. Also 20 Tage Forecast, 60 Tage Forecast in der saisonalen Erwartung. Alles das zusammen kombiniert in einem Chart in die richtige Richtung führt hoffentlich dazu, dass einfach die Trefferquote, die Annahmewahrscheinlichkeit eurer Analysen hier viel, viel stärker ist. Und ihr habt eingangs natürlich auch nach dem DAX gefragt, nach dem DAO gefragt. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, wenn ich mir den DAX anschaue, ich schaue mir meistens den Kursindex an, also exkludiert der Gewinnausschüttungen, also die echte Kursentwicklung, weil der DAO und der S&P, das sind auch Kursindizes und die Dividendenzahlungen würden hier das Ganze einfach nur verzerren. Und was ich jetzt hier sehe, ist natürlich klar, wir haben Aufwärtstrend, wir haben eine charttechnisch bullische Situation, weil wir die letzten Hochs hier neutralisiert haben. Wir haben also neue Allzeithochs auch im Kursindex jetzt gesehen zuletzt und der Trend ist weit gelaufen. Aber was soll ich als Trader jetzt daraus machen? Ich habe im Tageschart ein schönes Fraktal nach oben, eine Korrektur und Fraktal nach oben. Jetzt ist es aus meiner Sicht gefährlich, jetzt hier short zu gehen, weil wir gegen den Geldfluss arbeiten. Es ist aber auch gefährlich, long zu gehen, weil wir im Grunde genommen hier natürlich schon weit gelaufen sind und irgendwann vielleicht das Ganze dann doch mal, bisschen explodiert und korrigiert. Und von daher muss ich ehrlich sagen, es gibt auch viele Kurse bzw. Basiswerte, wo ich jetzt einfach sage, ich habe zwar den Chart, ich habe zwar einen Aufwärtstrend, aber ich kann das Ganze nicht traden. Ich kann hier beim besten Willen keinen Einstieg finden, keinen guten Ausstieg finden, keine Logik, warum das weitergehen muss, habe aber auch das Verbot zu shorten aufgrund meiner Handelsansätze. Und von daher muss ich da leider die Frage nach dem DAX, dem DAO enttäuschen, weil ich leider da im Moment keinen Trade sehe und ich bin reiner Praktiker, ich bin kein Theoretiker, ich unterhalte mich mit mir selbst in meinem Kopf überhaupt nicht über Basiswerte, die hier aus dem Raster fallen. Und deswegen auch diese Logik der Matrix, was sagt, ich kann das hier schnell durchklicken, sehe den Wochenchart, der ist auf der Long-Seite, wir sind über den gleitenden Durchschnitten, wir sehen hier einen schönen Anstieg über die gleitenden Durchschnitte, schön wellig, also wir haben die Schubphase, wir haben die Regressionsphase, Progression, Regression. Wir sind also hier nur long erlaubt, short verboten. Wir gehen runter in den Tageschart. Wir sehen auch hier jetzt einen Rebuy über die gleitenden Durchschnitte, weg vom einen Volumen hin zum nächsten. Jetzt der Kurs natürlich am Laufen. Und sowas kann man handeln, sowas kann man traden. Man kann sich die Saisonalitäten anschauen, man kann sagen, okay, hier warte ich jetzt einfach noch ein bisschen im Euro-US-Dollar, da geht es noch seitwärts, da kann sich das noch so ein bisschen austarieren. Und dann findet ihr ganz, ganz schnell und immer wieder
einzelne Werte, die gut sind, die ein gutes Szenar abgeben, wo ihr euer Geld auch mit gutem Gewissen in den Markt werfen könnt. Und ihr seht aber auch sofort, wenn ich mich quasi hier so durchklicke, Euro, Austral, Dollar beispielsweise, sehe ich sofort, wir haben einen Abwärtstrend im Wochenchart, Abwärtstrend im Tageschart, aber die Saisonalität zeigt jetzt hier nach oben. Das heißt, ich mache einfach diesen Trade nicht. Und das ist auch eine wichtige Sache. Es ist zwar nicht cool zu sagen, wir traden nicht den DAX, wir shorten nicht den DAX, wir gehen nicht in 15 Positionen hier im Forex-Markt rein. Es ist zwar nicht cool zu sagen, okay, macht lieber gar nichts, schaut euch das erstmal an. Aber im Endeffekt sichert euch das euer Kapital, und euer Kapital ist nämlich eure Arbeitsressource. Und jeden Trade, den ihr quasi nicht macht, der ist wahrscheinlich besser als Trades, die ihr macht, wo ihr aber eben diese Argumentationskette nicht final zu Ende spinnen könnt. Und jetzt können wir uns, weil der Chris vorhin den US-Dollar-Schweizer-Franken noch angesprochen hat, Chris, wenn es dir zu weit überzogen wird von der Zeit her, dann unterbreche mich bitte. Ansonsten würde ich mir den US-Dollar-Schweizer-Franken einfach noch kurz anschauen, weil das eingangs, glaube ich, gewünscht war. Swissy, nimm gerne. Ich habe 12.15 Uhr tatsächlich schon den nächsten Call in der Pipeline. Das heißt, nimm dir jetzt nochmal 5-6 Minuten. Fragen, die wir hatten, also teilweise sind die Teilnehmer jetzt auch schon raus, weil sie wahrscheinlich jetzt die Mittagspause gesprengt haben. Wir sind aber immer noch volles Haus. Das Webinar kommt super an. Gibt es mir da auch gern Feedback an unseren Support, liebe Leute, will ich gleich mal einstreuen, weil mit Chris war es jetzt hier seit langer Zeit mal wieder das erste Webinar, und ich bin wirklich ermutigt, hier weiterzumachen, wirklich Serienfortsetzung und auch gerne Education. Man sieht, Chris lebt das. Zwei Fragen, die du mitnehmen kannst, bevor du den Swissy jetzt dir vornimmst. Zum einen, der Matthias hat gefragt, der ist aber jetzt auch schon leider offline. Sieht sehr entspannt aus, das Trading. Du bist ja Swing Trader, offenbar in den höheren Timeframes. Doch kann man das Template auch kurzfristiger nutzen? Sprich beispielsweise M15, H1, H4 und solche Geschichten. Also klar, also ich zeige jetzt in den Webinaren meistens entspanntes Trading. Erstens ist es verantwortungsbewusster für den Endnutzer sozusagen, weil ich davon ausgehe, dass viele Einsteiger dabei sind. Und je höher der Timeframe, desto weniger Einfluss hat einfach hier der Zufall bzw. dieses Marktrauschen. Ich kann jetzt natürlich hier sagen, beispielsweise in meiner Matrix, dass ich hier den 5-Minuten-Chart vielleicht auch sehen möchte, einfach für diejenigen, die Intraday-Trading machen. Das heißt, dann arbeite ich mich raus, ich nehme jetzt den Wochenchart hier raus aus der Matrix, hole mir nur die Stunde, den Tageschart und den 5-Minuten-Chart rein und kann dann natürlich das Ganze viel aktiver traden. Das heißt, ich sehe dann ganz andere Timeframes. Mein Einstieg wäre dann auf 5-Minuten-Basis. Und das ist natürlich für die Intraday-Trader perfekt. Das heißt, ich sehe jetzt, und das machen wir jetzt einfach im US-Dollar Schweizer Franken so, ich beginne dann mit dem Tageschart. Das ist dann mein höchster Frame, den ich mir anschaue, die letzten Wochen, Monate. Und sehe beispielsweise hier, wir sind am EMA 200, wir haben einen schönen Aufwärtsimpuls gesehen, wir korrigieren den gerade nach unten hin zum übrigens Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil. Wenn ich hier ein Fibo drüber lege, dann werden wir da auch interessante Level bekommen. Das heißt, hier ist es so, ich habe den Aufwärtsimpuls hin zu den gleitenden Durchschnitten und würde jetzt auf keinen Fall hier eine Short-Position aufmachen, weil der Schub nach oben hin war da. Das Einzige, was jetzt hier gerade passiert, ist im Grunde genommen eine Korrektur, die wir sehen. Das ist ganz normale Trendlehre. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Fibo drüber lege über die Bewegung, dann sehe ich, der hat noch nicht mal zu 50% korrigiert. Und das ist ein schönes Cluster. Wir haben Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil, wir haben die EMAs, alle wichtigen da, und das 50er Fibo. Das heißt, hier jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass US-Dollar-Schweizer Franken dort Fahrt aufnimmt und zumindest dieser Impuls sich fortsetzen kann. Schaut auf die Saisonalitäten. Wir haben eine bullische Erwartung auf Basis der letzten 5 Jahre. Der Kursdurchschnitt geht eher hoch als eher runter. Argument für den Käufer. Geh mal tiefer in den vom Tageschart hier in den Stundenchart rein. Schauen uns den Stundenchart an. Der ist noch im Abwärtstrend, weil wir ja zuletzt gerade korrigieren. Das haben wir gesehen. Was schließe ich jetzt daraus? Ich gehe nicht sofort in die Long-Position, sondern ich gehe erst in die Long-Position, wenn ich im Stundenchart hier vielleicht einen Trendwechsel sehe. Also Doppelboden, SKS-Formation, die letzten Hochs überwunden werden, die EMAs überwunden werden, kann beispielsweise hier schon mal eine Buy-Stop-Order auf diesen markanten Hochpunkt legen und dann zugunsten des Tagescharts hier in die Position reingehen. Und erst dann, wenn alle 3 Kästchen hier dieselbe Farbe anzeigen und die Saisonalität mitspielt, dann mache ich auch den Trade auf, die Position auf. Und so kann ich mich einfach durch meine Werte durchswitchen, durchscrollen. Wir können mal vielleicht noch kurz auf den Bitcoin gehen, den wir auch hier nochmal sehen, Tageschart mit einer bullischen Saisonalität natürlich. Wir haben hier zuletzt die Korrekturphase des Gap
aus dem Wochenende heraus. Die Kryptomärkte sind ja am Wochenende offen. Die Broker machen ihre Risikoabteilungen nicht auf wegen diesen Kryptowährungen, stellen deswegen keine Kurse. Das heißt, wir sehen hier zwar ein Gap, aber das ist im Grunde genommen einfach nur eine Korrektur. Und ja, Aufwärtstrend auf jeden Fall im Tageschart. Da im Stundenchart haben wir im Moment noch einen Abwärtstrend. Und wenn das natürlich hier switcht nach oben, kann ich zum Beispiel auch den Bitcoin mit der bullischen Saisonalität handeln. Ihr seht, ich kann das auf jeden Basiswert, auf jede Aktie, auf jeden Index anwenden. Und Ziel ist es jetzt primär mal Trades nicht zu machen. Und Ziel ist es dann im zweiten Schritt, die Trades, die ich mache, mit einem besseren Background, mit einem besseren Gewissen auch psychologisch gesehen und einfach mit einer hohen Dichte an Argumenten für oder gegen den Trade hier dann auch tatsächlich durchzuziehen. Und wenn ich das alles im Background habe, wenn ich das alles im Rücken habe, dann habe ich auch die Chance, dass ich den Trade initial, den ich hier beispielsweise im British Pfund US-Dollar eben mache, dann auch nicht mehr verändere. Das heißt, ich bin hier eingestiegen, ich lasse meinen Stop-Loss jetzt da, wo er ist und mein Take-Profit auch und ziehe das Ding jetzt einfach durch, bis hier entweder die Saisonalität gegen mich läuft, das heißt, ich mache einen Time-Stop, wenn die Seasonals drehen oder eben Take-Profit oder Stop-Loss getroffen wird. Und hier nochmal übrigens auf das ganze Risikoverhältnis zu sehen, vom Einstieg aus zum Take-Profit ist es ungefähr ein Teil und zum Risiko auch ein Teil. Das heißt, ich habe jetzt hier nur ein CFV von 1:1, was mir aber reicht, wenn ich eine Trefferquote um die 50% leicht besser habe. Und dementsprechend macht das auch viel mehr Spaß, weil ihr viel mehr Trades in den Profit fahren könnt. Ja, sorry fürs Überziehen. Ich hoffe aber, dass für den einen oder anderen vielleicht jetzt eine Nuance dabei war, sei es seasonal, sei es das Marktprofil. Und wie gesagt, das Angebot steht, ihr könnt euch die ganzen Themenvideos dazu natürlich nochmal anschauen, wenn euch das interessiert. Ansonsten bin ich auch immer offen, natürlich, wenn ihr dem Chris jetzt vielleicht noch Feedback da lasst, welche Themen wir nochmal nacharbeiten sollen. Oder ihr könnt auch von mir aus jetzt schon Basiswerte reintippen, die wir uns das nächste Mal anschauen. Dann haut das raus und ich verspreche euch sozusagen hiermit, dass wir das gerne bei Interesse aufarbeiten können. Bei mir persönlich macht das sehr viel Spaß und mir persönlich tut das übrigens auch gut, wenn ich nicht vor mich hin alleine traden muss, sondern wenn ich ja so ein bisschen mit euch drüber diskutieren kann. Sei es jetzt der Chris oder sei es ihr jetzt, heute hat man nicht so viel Zeit, aber je öfter wir das Ganze jetzt natürlich beobachten, zusammen gemeinsam in der Praxis am Chart umsetzen, desto fester werdet ihr. Das heißt, ich muss weniger erklären und je mehr Basiswerte können wir gemeinsam durchsprechen und natürlich dann auch in Trades hier überführen. Schauen wir das nächste Mal, wenn wir das nächste Webinar halten, dann wieder auf den Goldpreis, auf den Trade, den ich platziere und schauen dann und hoffen mal, dass wir dann natürlich von einem Erfolg berichten können im Goldtrading. Chris, ich sage danke. Oder hast du gerade akut noch was? Also Feedback, was gerade reinkommt, nee, ganz super, ganz klasse. Also wie gesagt, dein Ansatz in Ehren, das ist wirklich eine andere Art, als man von vielen Teilnehmern immer wieder mitbekommt. Und wir haben viele Gesichter, wir haben viele Trading-Ansichten. Und jetzt kam mir gerade Feedback da rein, am besten alle 2 Wochen machen. Also wir werden uns, das darf ich euch versprechen, liebe Leute, da mal zusammensetzen. Wir haben ja auch unseren täglichen Trading-Room, wo ich sehr temporär da bin, aber Andreas, Markus häufiger. Dann haben wir dazu noch auch die Jungs von MADA ab und zu da gehabt und wir wollen da natürlich auch von einer höheren Frequenz sorgen, sodass da gegebenenfalls auch Chris da mal immer reinschnuppert im Trading Room oder auch gern mal an einem Tag, wo es eben passt, sozusagen sich da vorstellt, sozusagen, dass er einfach mehr mit uns macht gegenüber dem, dass wir diese Serie auf jeden Fall fortsetzen. 11. Mai könnt ihr euch schon mal vormerken, liebe Leute, Dienstag, 11. Mai werden wir hier an den Start gehen und ich habe zuletzt gesehen, auf dem einen Slide war auch so ein Fehler im Tag markiert, aber wer genau hinschaut, der muss natürlich auch hier sozusagen dann die Brücke schließen, dass es immer Dienstag sein wird. Könnt ihr euch definitiv merken mit dem Chris, da haben wir uns schon ein Stück weit drauf verständigt. Dienstagvormittag, das könnt ihr euch rot markieren, 11. Mai geht es weiter und dann auch gerne mal einen Education Shop zu den Tools, die wir dann vielleicht auch noch in einer Kombination irgendwie darbieten werden für euch, weil wir wollen natürlich hier eben die Clusteranalyse vorstellen und Trading-Ideen. Heute sind wir auch ein bisschen in die Erklärung gegangen, ist aber für das erste Webinar überhaupt keine Schande. Ich finde es absolut klasse, Chris, wie du uns da sozusagen abgeholt hast. Ich denke, da war für jedem was dabei.
Jeder hat sicherlich auch den ein oder anderen neuen Impuls bekommen und insofern ganz große Klasse. Wir warten mal ab, wie sich die Trades entwickeln. Werden das, wie gesagt, in gut 3, 3,5 Wochen dann nochmal thematisieren oder genau 4, um genau zu sein, eben hier dann am 11. Mai. Und da würde ich dann auf jeden Fall sagen, gehen wir ins nächste Gefecht über. Und ansonsten, ja, jetzt habe ich ein bisschen schon den Delay, haben wir jetzt erzeugt, das ist aber kein Problem. Wichtig ist der Content, die Leute fühlen sich abgeholt. Es war ein super Webinar, Chris, toll gemacht. Also bist nicht eingerostet im Rahmen der Pause, die du dir hier in den letzten Jahren dann doch schon mehr gegönnt hattest als vorher, weil früher warst du ja auch sehr, sehr aktiv. Dann hast du dich ja auch dem Chiemsee-Wirt und anderen, sage ich mal, Tätigkeiten gewidmet. Hast aber das Trading nie aus den Augen verloren. Insofern auch berechtigterweise Swing Trading, höheres Timeframe. Auch hier in diesem Webinar macht es ja wenig Sinn, dass wir dauernd in den Minutenchart rumtraden, weil wir das schlichtweg jetzt nicht weiter betreuen über die nächsten Tage. Insofern auch gut der Ansatz, dass du von oben nach unten gehst. Dennoch das Template nutzbar und da kommen wir auf jeden Fall dann mal auf eine Kooperation zu, wo man sagen kann, da können auch Intraday-Trader sicherlich da ihren Fundus ziehen. Was wir da machen, ist auf jeden Fall schon mal angestoßen. Freue mich, wie gesagt, dass du die Zeit gefunden hast, Chris. Wir würden dann am Ende des Tages das Webinar auch zur Verfügung stellen, wenn das für dich confirm ist, dass wir das sozusagen auf YouTube hochladen, / auch allen Teilnehmern im Nachgang nochmal zur Verfügung schicken und vielleicht, oder senden vielmehr, und dann vielleicht sogar auch noch ein Gimmick einbauen. Darüber lass uns einfach sprechen. Ich sage danke für deine Zeit, Chris. Super gemacht. Auf jeden Fall Hut ab, Chapeau. Alles on the point und auch noch zum Schluss vielleicht schneller als geplant, dann wirklich noch die Underlyings durchgenommen. Aber ich fand es klasse. Also Chris, in dem Sinne, wir sehen uns bald. Ich sage auf jeden Fall danke für deine Zeit. Freue mich um das positive Feedback auch für dich hier von den Teilnehmern. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf die Dinge, die da noch kommen werden. Und sage jetzt erstmal danke und noch allen einen schönen, wundervollen Restdienstag. Danke euch, alles Gute, ciao. Ciao, ciao, auf bald. JFT, just fair and direct.